Katharina Huber, Katharina Gallhuber noch auf Rang 23. Danke, Dankeschön, Thomas. Danke, Peter. Wir wollen natürlich noch einige Worte von dir auch im Zielraum unten hören. Und so spannend wie diese Slalom-Weltcup-Saison begonnen hat, so kann sie weitergehen. Nach Aspen im Dezember 2015 und Aspen beim Weltcup-Finale, jetzt also der dritte Erfolg für die 22-jährige Slowakin. Das Lächeln nicht ganz so dick heute bei Michaela Schifrin, die natürlich sauer sein muss als Sportlerin, natürlich so knapp war sie dran und hier nicht ihren dritten Sieg feiern kann. Petra Blova zum ersten Mal hier in Levi erfolgreich, Rang 3 im Vorjahr, startet also ideal in diese neue Olympiasaison. Und wenn die Holdener ja, wieder einmal nur das Podest, 6 Podestplätze waren in der abgelaufenen Saison, jetzt der erste. Schweizerin wird also dritte. Steffi Brunner auf Rang 8 als beste Österreicherin. Das die Überraschung. Zeigt also Topleistung auch im Slalom. Das macht natürlich Freude auch auf die nächsten Riesentorläufe. Wir machen noch den Blick auf das gesamte Ergebnis und wollen noch alle Reaktionen für Sie dann im Ziel einholen, wenn es weitergeht hier bei uns in Levi. Das Rentier, das geht heute also an Petra Blöhova. Bis gleich, Alina Zellhofer ist gleich im Ziel für Sie da.